Normalerweise würde ich eine wie dich niemals ansprechen, aber dein Vater hat mein absolutes Lieblingsbuch geschrieben. Väter und Töchter. Ich bin Cameron. Ich bin Kate. Du bist Kartoffelchip. Ja. Was schreibst du da? Ich schreibe ein neues Buch über dich. Ich habe sie immer Kartoffelchip genannt, solange ich denken kann. Könnte es nicht um uns beide gehen, Daddy? Um uns beide? Ja. Meine Tochter ist ein Genie. Ich brauche bitte eine Minute. Diese Krämpfe sind Anzeichen für etwas Ernsteres. Sie sollten sich behandeln lassen. Unmöglich. Ich muss meine Tochter großziehen. Genau deshalb müssen Sie es tun. Du bleibst so lange bei Tante Elizabeth und Onkel William. Ich komme zurück, so schnell ich kann. Hab dich lieb, Katie. Bitte fahren Sie. Du bist krank, Jake. Daddy? Du warst ein Jahr in einer psychiatrischen Klinik. Dein letzter Roman ist gefloppt. Wir leben in den Vereinigten Staaten des Geldes. Ich tue, was ich kann. Wir wollen sie adoptieren, Jake. Katie ist meine Tochter. Ich kann nicht leben. Aber Sie haben schon gelebt. Das ist lang her, einmal, ja. Werde ich mal einen Prinzen kennenlernen? Ja, eines Tages. Katie, bleib stehen! Ich weiß nicht, wie das geht. Wie was geht? Eine Freundin zu sein. Weißt du, nicht jeder, der dich liebt, wird dich verlassen. Ich hab wirklich versucht, dich zu verstehen, Kate. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Das ist das Original. Ich will, dass es deins ist. Für Katie, die ich mehr liebe als die letzte Ziffer. Wir schaffen das. Kleinfinger, Ehrenwort. Never say goodbye.